Herzlich willkommen zum dritten Video der Stochastik für Informatiker. Heute werden wir ein bisschen formaler. Heute führen wir nämlich sogenannte Zufallsvariablen ein. Das sind Ausgänge von Zufallsexperimenten. Beispielsweise, wenn Sie eine Münze haben, die kann Kopf oder Zahl sein, kann ich sagen, x sei eine Zufallsvariable, die die Werte Kopf oder Zahl annimmt. Dann gibt es zwei Sachen. Es gibt die Zufallsvariable selber, also im Ausgang Kopf oder Zahl. Und es gibt die Verteilung der Zufallsvariablen. Das sind dann eben die Wahrscheinlichkeiten, mit der eben Kopf oder Zahl erscheinen. Und darum geht es heute. So, es wird also heute ein wenig ernsthafter. Dafür ist die erste Folie auch sehr dünn besetzt sozusagen. Was ist eine Zufallsvariable? Eine Zufallsvariable x ist einfach ein zufälliges Element einer Menge E. So, fertig. Mehr ist es nicht, auch nicht weniger. Was aber viel entscheidender ist, ja, es ist zufällig, das Element, das stimmt. Aber wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Hier steht noch nichts von Wahrscheinlichkeiten, es ist nur irgendwie zufällig. Und das ist eben wichtiger jetzt, die Verteilung einer Zufallsvariablen. Es gibt immer zwei Fälle, die wir betrachten, nämlich sogenannte diskrete und stetige Verteilungen oder diskrete und stetige Zufallsgrößen. Bisher hatten wir in den Beispielen, was wir gesagt hatten, immer nur diskrete und das ist eben dann so, E ist höchstens abzählbar. Also beispielsweise E ist die Menge aus Kopf und Zahl und ich habe einen Münzwurf, X ist das Ergebnis des Münzwurfs. Dann ist die Verteilung von x eben gegeben durch die Abbildung. Ja, x bildet ab auf die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich Kopf ist und dass x gleich Zahl ist. So. Das ist das, was wir bisher immer hatten. Und dann gibt es noch stetige Zufallsgrößen. Und die haben dann sogenannte Dichtefunktionen. Also, wenn e eine Teilmenge von den reellen Zahlen ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass x in einem Intervall a bis b liegt, wenn ich die berechnen kann als Integral von a bis b f von x dx, dann heißt x stetig und f heißt Dichte der Verteilung. Ja, hier kann man schon ein paar Sachen sagen, was natürlich der Fall sein muss, nämlich beispielsweise Integral von minus unendlich bis unendlich über f von x dx sollte vielleicht 1 ergeben, weil das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x eben irgendwo eine reelle Zahl ist. Und das soll es ja schon sein, weil es ja e-wertig ist. Beispielsweise. F hier darf auch nicht negativ sein, weil Wahrscheinlichkeiten nicht negativ sind. Genau, so viel dazu. Ich habe noch eine Schreibweise, wie ich das hier abkürzen will, weil es sonst immer so ein bisschen kompliziert ist. Dann muss ich mal sagen, für alle a kleiner b ist das gleich dem. Und dann sage ich einfach, ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass x in dx ist, also ich will quasi das Intervall hier durch einen kleinen Streifen dx ersetzen, ist f von x dx. Also das hier heißt genau das, was hier oben ist, für alle a kleiner b gilt das. Genau, machen wir zwei schnelle Beispiele. Erstmal, ich habe einen P-Münzwurf und die Münze werfe ich zweimal. Also, was von dem Typ werden Sie auf dem Aufgabenblatt finden. Was ist denn dann mein E erstmal? Ja, die Menge aus Kopf und Zahl zum Quadrat, weil ich ja eben zweimal werfe. Und mein X, der Ausgang, ist ja E-wertig, das heißt, hat Werte in E. Und E ist, hat ja hier das Quadrat, das heißt, ich habe zwei Koordinaten, x1 und x2, Ausgang des ersten und des zweiten Wurfs. Was ist die Verteilung? Ja, was war die Verteilung? Ich muss angeben, x bildet ab auf die Wahrscheinlichkeit, dass groß x gleich dem klein x ist. Und das klein x kann jetzt eben hier sein Kopf-Kopf, Kopf-Zahl, Zahl-Kopf, Zahl-Zahl. Und die Wahrscheinlichkeiten, ja, das eine hat man, p Quadrat hat man schon mal im ersten Video. Erst Kopf hat Wahrscheinlichkeit p, dann Zahl hat Wahrscheinlichkeit 1 minus p, bin ich hier. Andersrum genau dasselbe.
und 1 minus p zum Quadrat, wenn ich zweimal Zahl werfe. Also das ist eben bei einem p-Münzwurf, was ist eigentlich meine Zufallsvariable und was ist die Verteilung davon. Dann ein Beispiel für eine stetige Zufallsvariable, und zwar die jetzt hier eine Normalverteilung. Ich glaube, die kennen Sie auch schon aus der Schule. Also hier nochmal. E ist R. Und ich sage, x ist normal verteilt mit Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat, falls dieses hier gilt. Und ich habe mich schon hier nicht an meine eigene Schreibweise gehalten. Hier gehört noch ein dx hin. Also dieses dx habe ich gerade vergessen. Also p von x und dx ist f von x dx. F von x ist das lange Ding hier. Das heißt, das ist meine dichte Funktion. Bekanntermaßen ist es ja diese gaußsche Glockenkurve. Also ich male das mal kurz hin. Mein μ ist vielleicht hier. So. Das hier ist mein μ, da ist das Maximum. Und wie breit die ganze Kurve ist, wird bestimmt durch mein Sigma-Quadrat. Das kriegen wir später auch nochmal. Das heißt dann irgendwann Varianz. Jetzt ist aber einfach nur ja, eine Zahl, die jetzt halt hier drin steht in meiner Funktion im Moment. Also vor allem hier e hoch minus und dann steht hier irgendeine Funktion, die ist quadratisch in x. Und wenn x entweder ganz groß oder ganz klein wird, heißt es, das hier geht ja gegen unendlich. Das geht gegen minus unendlich und e hoch minus unendlich, ja, geht dann also gegen 0 nach da und nach da. Und wenn Sie die Funktion mal plotten, kommt eben gerade so eine gaußsche Glockenkurve raus. Und die Schreibweise ist dann, das werde ich auch dann mal sagen, mit so einer Schlange. X Schlange n μ Sigma Quadrat. Und Schlange will ich lesen als ist verteilt wie oder hat eine Verteilung. Und hier ist eben eine Normalverteilung mit Parameter μ und Sigma Quadrat. Genau, diese Schlange heißt also einfach immer ist verteilt wie. Das habe ich jetzt hier nochmal aufgeschlüsselt. Es gibt quasi zwei Sachen. Also x ist verteilt wie jetzt zum Beispiel Normalverteilung, wenn es p hier jetzt Normalverteilung wäre. Das sollte eigentlich dasselbe p wieder drüben sein. Das heißt, ja. Das schreibe ich mal so. Das ist also genau wie dieses hier. Oder es kann sein, x und y sollen dieselbe Verteilung haben. X Schlange y. X ist so verteilt wie y. Schreiben wir manchmal auch. Also Schlange kann man einfach mal lesen wie ist verteilt wie. Eine Bemerkung. Also wir haben es jetzt sehr informell gemacht. Allgemein ist es so, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, so ist dann die mathematisch eben definiert. Eine Wahrscheinlichkeit, also eine Verteilung einer Zufallsgröße hat immer drei Eigenschaften. Und zwar die folgenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass x irgendwo in E ist, ist 1. Ja klar, x ist ja E-wertig. Die Wahrscheinlichkeit, dass x in dem Komplement einer Menge A ist, also für A Teilmenge E. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass x im Komplement von A ist, ist 1 minus Wahrscheinlichkeit von x in A. Und dritte Eigenschaft. Wenn ich Mengen habe, die sind paarweise disjunkt, a1, a2, a3 und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit davon, dass x in der Vereinigung ist, gleich Summe der Wahrscheinlichkeiten. Man kann das Ganze immer auch ein bisschen so malen. Das e war ja so eine Menge. Das hier ist mein e. Und beispielsweise könnte es so sein, das hier ist mein a, dann ist das hier mein a-Komplement. Und die Wahrscheinlichkeit von a und die Wahrscheinlichkeit von A-Komplement ergeben zusammen die Wahrscheinlichkeit vom ganzen Raum. Und die ist ja 1. Deswegen gilt die Formel. Und bei dem da unten, wie ist es da? Ja, da ist es vielleicht so. Ich unterteile mein E in disjunkte Mengen. So vielleicht. A1, A2. Halt. So muss ich es ja gar nicht machen. Machen wir es doch nochmal. Ich habe meinen ganzen Raum E. Ich muss ja nicht den ganzen Raum hier unterteilen. Ich kann ja auch hier enden. So. A1,
a2, a3, a4, a5 zum Beispiel. Dann steht hier die Wahrscheinlichkeit davon, dass x irgendwo in dieser Vereinigung drin ist, also irgendwo in der Menge. Also in dieser Menge ist gleich Summe der Wahrscheinlichkeiten. Das kann ich einfach aufsummieren, weil die eben disjunkt sind. Genau. Und weil wir das schon so schön hier haben, gibt es gleich die erste Formel dafür, die sogenannte Einschluss-Ausschluss-Formel. Da ist es nämlich so, im einfachsten Fall, das ist wie das E, und Sie haben eine Menge A hier und eine Menge B hier, A ist hier und B ist hier, und Sie wollen ausrechnen, was ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X in A oder B, beziehungsweise hier jetzt in der Schreibweise in A1 oder in A2 ist. A1 hier, A2 hier. Und ja, da gibt es die sogenannte Einschluss-Ausschluss-Formel. Hier ist jetzt n gleich 2. Also was muss ich machen? P von x in der Vereinigung. Erstmal Summe der Wahrscheinlichkeiten. Und dann weiß man schon, ich kann hier aufhören, wenn die AIs disjunkt sind. Das heißt, wenn die keinen Schnitt haben, sind sie aber hier nicht, weil A1 und A2 sind hier nicht disjunkt. In dem Fall muss ich abziehen, die Wahrscheinlichkeit, dass x im Schnitt liegt. Ja, warum ist das so? Ja, kann man eigentlich ganz intuitiv erklären. Wenn ich die Wahrscheinlichkeit von A1, das ist ja die hier, von A2 hier habe, dann habe ich ja was doppelt gezählt. Ich habe das hier drin doppelt gezählt. Und deswegen muss ich es eben wieder abziehen, um dann eben auf die Wahrscheinlichkeit von A1 oder A2 zu kommen. Ja. Wie zeigt man das? Man sagt so, das hier, ja, x ist in A1. Jetzt schreibe ich folgendes, plus p von x in A2 ohne A1 geschnitten, A2. Ja, A1 ist natürlich disjunkt zu dem hier, zu A2 ohne den Schnitt. Und dann darf ich, dann ist ja die Summe gleich Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung. Und die Vereinigung von A1 und A2 ohne A1 geht in A2, ist eben gerade A1 vereint A2. So also. Jetzt kann ich da weitermachen. P von x in A1. Und ja, wenn ich zu dem hier die Wahrscheinlichkeit dazu addiere, kriege ich natürlich die Wahrscheinlichkeit hier. Weil es ja gerade eine Zerlegung von A2 disjunkte. Also P von x in A2 minus P von x in A1 geschnitten A2. Ja, jetzt habe ich so gemacht. Also das hier, die Wahrscheinlichkeit plus der Wahrscheinlichkeit ist, weil die eben disjunkt sind, die Wahrscheinlichkeit hier. Habe ich ausgenutzt. Genau das wollte ich ja zeigen. Wahrscheinlichkeit vom einen plus Wahrscheinlichkeit vom anderen minus Wahrscheinlichkeit vom Schnitt. Das ist genau das, was hier oben steht für n gleich 2. Für n gleich 3 mache ich es auch noch und für allgemeines n finden Sie es dann am besten im Skript. P von x in A1 vereinigt A2, vereinigt A3. Ja, da kann ich erstmal mein Ergebnis für n gleich 2 verwenden, indem ich sage, das ist meine eine Menge. Und das A3 ist hier die andere Menge. Also P von x in A1 vereinigt A2 plus P von x in A3. Und abziehen muss ich die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt. Also das hier geschnitten mit dem.
x in, ja, das kann ich jetzt auch irgendwie mit Mengenregeln wieder so hinschreiben, in A1 geschnitten A3 vereinigt mit A2 geschnitten A3. So. Und jetzt kann ich das verwenden, was wir wieder von oben wussten, von n gleich 2. Das kann ich hier nämlich hier anwenden. Das kann ich hier unten auch anwenden. Und komme dann drauf, p von x in A1 plus p von x in A2. Jetzt schreibe ich zuerst das hier ab, bevor ich hier die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt abziehe. Also plus p von x in A3. Dann muss ich abziehen. Von dem Term muss ich was abziehen. Minus p von x in A1 geschnitten A2. Und von dem hier nämlich auch, weil das hier schreibe ich wieder als Wahrscheinlichkeit von dem plus Wahrscheinlichkeit von dem minus Wahrscheinlichkeit vom Schnitt. Also erstmal minus p von x in A1 geschnitten A3 minus p von x in A2 geschnitten A3. Und jetzt minus mal minus ist plus hier. Muss ich also plus rechnen. P von x in, und jetzt brauche ich den Schnitt aus A1 geschnitten A3 und A2 geschnitten A3. Das ist aber der Schnitt, also A1 geschnitten A2 geschnitten A3. So. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, kann man sich auch irgendwie einfacher überlegen eigentlich. Und zwar wieder mit so Mengen. Ich mache die hier jetzt mal ganz kurz weg mit den Zweien, das haben wir jetzt verstanden. Und mache dann ein größeres Bild für 3 hin. Also ich habe 3 Mengen, A1, A2, A3. So. Wenn Sie... erstmal A1 haben und sie zählen dazu mit einer anderen Farbe das hier. Und zählen dann noch dazu das hier unten, dann wissen sie ja schon, dass man was doppelt gezählt hat. Nämlich, wir haben doppelt gezählt den Bereich hier und den Bereich hier, genau wie beim Fall n gleich 2. Den muss ich also wieder abziehen. Also die ganzen Schnitte muss ich abziehen. Und dann habe ich den Bereich hier in der Mitte nämlich gerade dreimal dazu gezählt und dreimal abgezogen. Dann ist der quasi wieder gar nicht dabei. Und deswegen muss ich noch einmal addieren. Und deswegen kommt der hier vor. Und das, wie die Formel weitergeht, ist eben genau so. Aber anhand von dem Bild kann man sich das schon ganz gut denken, dass es eben immer wieder mit Plus und Minus und Plus und Minus weitergeht. Genau. Zur Einschluss-Ausschluss-Formel noch ein kurzes Beispiel. Hier in einem konkreten Beispiel. Im Skript ist es etwas allgemeiner. Also ich habe einen P-Münzwurf hier. Und ich will die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, also einen fünffachen P-Münzwurf habe ich hier. Im Skript ist es ein n-facher. Und ich will, dass es zu einem Run von 3 Erfolgen kommt. Also sprich, ich habe 5 Platzhalter. Ich will, dass dreimal hintereinander eine 1 da steht. Ein Erfolg. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit davon, dass irgendwie sowas mal passiert? Will ich jetzt hier ausrechnen auf 2 verschiedene Arten und Weisen. Und zwar erstmal hier mit disjunkten Ereignissen und einmal mit nicht disjunkten. Bei den disjunkten kann ich einfach die Formel verwenden. Wahrscheinlichkeit von, ja, disjunkte Vereinigung ist so mit der Wahrscheinlichkeiten. Und beim anderen brauche ich die Einschluss-Ausschluss-Formel. Ja, wie kann ich das hier in disjunkte Ereignisse zerlegen? Folgendermaßen. AI ist das Ereignis, das im Eaton-Wurf
so ein Run beginnt. Also sprich, wenn es zum Beispiel so wäre, dann würde A2 eintreten, weil im zweiten Wurf beginnt ein Run der Länge 3. Wenn ich zum Beispiel habe, also ich will es noch so machen, 1, 1, 1, 1, 1, sagen wir mal, dann beginnt im ersten Wurf so ein Run, im zweiten aber nicht, weil da läuft er ja schon. Da ist ja schon beim ersten Mal eine 1 passiert. Und ich behaupte, die AIs, die sind disjunkt, weil wenn A1 eintritt, ja, dann habe ich schon, dann weiß ich schon, die ersten drei sind 1, dann kann im zweiten ja gar kein Run mehr anfangen, im dritten auch nicht. Das heißt, A1, A2 und A3 sind disjunkt. Und deswegen kann ich Folgendes machen. Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung ist Summe der Wahrscheinlichkeiten. Was ist die Wahrscheinlichkeit von A1? Also das ist die Wahrscheinlichkeit davon, dass es so ist. Die ist ja P hoch 3. Und die Wahrscheinlichkeit, dass A2 eintritt, ja, was muss für A2 denn sein? Da muss es hier eine 0 geben und dann müssen 3 1 erfolgen. Also plus 1 minus p mal p hoch 3. Ja, und für A3 dasselbe. Dann ist das die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Genau, so wird es dann auch im Skript allgemein ausgerechnet. Für allgemeines, ja, hier, wenn hier k steht und ich hier n habe, da ist das dann nicht immer unbedingt disjunkt, weil wenn das n hier zu groß wird, sehen Sie schon, es können halt mehr als ein solche Runs dann irgendwie auftreten. Ich kann es auch in dem Beispiel schon durch nicht disjunkte Ereignisse darstellen. Und so wird man es ja eigentlich auch erstmal machen. Man wird nämlich Folgendes machen. 1, 2, 3, 4, 5. Sie werden sagen, ja gut, ich brauche ein Ereignis bi. Das ist das Ereignis, zum Beispiel b2 ist das Ereignis, das da 3 Einser stehen. Ganz egal, ob das an der zweiten Stelle anfängt oder schon angefangen hat. Also hier das Ereignis xi und xi plus 1 und xi plus 2 sind alle 3 1. Ja, so muss natürlich jetzt dasselbe rauskommen. Wie ist denn das? Was ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass b1, b2 und b3 stattfinden? Ich mache das mal mit der Einschluss-Ausfall-Formel. Ich brauche also erstmal die Wahrscheinlichkeit dafür, ich schaue es mal genau hin, p von b1 plus p von b2 plus p von b3. Ja, die sind halt jeweils p hoch 3, ne? Weil b1 tritt dann ein, wenn, oder b2 tritt dann ein, wenn ich eben die 3 Einser habe. Das ist also p hoch 3. Dann muss ich abziehen die Wahrscheinlichkeiten b1 geschnitten b2 minus p von b1 geschnitten b3 minus p von b2 geschnitten b3. Ja, wie ist es jetzt? Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass b1 und b2 auftreten? Dazu muss es gerade so aussehen, weil dann sind ja die ersten 3 und stellen 2 bis 4 alle Erfolge. Hier so ein bisschen anders, B1 geschnitten B3, dann müssen eben alle Erfolge sein. Genau, und dann muss ich wieder zuzählen, plus P von B1 geschnitten B2 geschnitten B3. Und das tritt auch genau dann ein, wenn alle Erfolge sind. So, also wir haben gesagt 3 mal p hoch 3. Dann haben wir gesagt, das hier ist p hoch 4. Das hier ist p hoch 4. Ja, und hier müssen alle 5 mal Erfolge passiert sein. Hier aber auch, das heißt, die gehen gerade gegeneinander weg. Also minus 2 mal p hoch 4. Genau, und Sie sehen, das ist dasselbe wie das hier, weil
p hoch 3 plus 2p hoch 3 sind gerade 3p hoch 3. Und abziehen tue ich gerade 2p hoch 4, das sind die. Genau, so viel für heute. Und nächstes Mal geht es dann weiter. Bis dann.